Hallo, ich meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Top-10-Video. Heute die letzte Pistole, und zwar die USPS. Ach du Scheiße, der hat Reifen verloren! Auf dem 10. Platz liegt, ich glaube, der teuerste Skin überhaupt in meiner Liste, und zwar die Target Acquired. Sieht man ganz, ganz selten, ist an sich ein lecker Teilchen, wenn man genau hinguckt, schon ein ziemliches Wirrwarr. Aber ganz in Ordnung und kostet 148 bis 234 Euro. Holy shit. 9. Platz, die sieht man wiederum öfter, die USPS Orion mit dem Dennis-Sticker darauf. Da passt die Farbzusammenstellung auf jeden Fall schon mal besser als bei der Target Acquire. Die ist zwar auch ganz nice gewesen, aber halt dann doch irgendwie, ja, naja. Preislich ganz locker 45 bis 74 Euro. Absolutes, naja, nicht wirklich Schnapper, aber ist halt auch schon ein altes Teil. Ja, sieht lecker aus. Der Sticker passt hier übrigens auch sehr, sehr gut drauf. 8. Platz, ein Skin, der mir wirklich sehr ans Herz gewachsen ist, weil er halt wirklich gut aussieht, die USPS Cortex. Preislich auch richtig Schmackofatz, 2 Euro bis 10 Euro. So müssen Skins sein, finde ich. Die ist wirklich geil. Könnte halt noch kräftiger sein, davon könnte es noch mehr geben und so weiter und so fort. Aber genau so sieht schön aus. Man sieht direkt auf dem nächsten, und zwar auf meinem 7. Platz, was mir halt, ja, was mir so gefällt. Kräftige Farben. Es soll auf jeden Fall halt auch was richtig zu erkennen sein, also eine Figur oder irgendwas halt. Also nicht einfach nur so Wirrwarr Farbe drauf gemischelt, sondern halt auch mal was Schickes. Und da ich Grün halt sehr mag, ist die Monster Mashup natürlich auch sehr nah an meinem Geschmack halt. 15 Euro bis 42 Euro. Die sind alle ganz schön teuer geworden irgendwie. Ich habe die günstige in Erinnerung, jetzt wo ich so gerade hier generell im Hintergrund über die gesamten Preise so drüber scroll. Es ist, ja, teuer. Wah. Auf dem 6. Platz liegt die Purple Didipad. Ich denke, dass diese glänzende Einstellung hier sollte alles sagen. Es sieht halt einfach so geil aus. Ich habe letztens wieder mit zum Teil gespielt. Und auch vor kurzem mit einem blauen Pendant dazu bei der Deagle, die Kobalt Core oder wie sie heißt. Das ist halt echt geil. Also mich flasht immer noch weg. Auch wenn CS2 jetzt mittlerweile eine ganze Weile da ist und das ja fast schon alter Hut ist mit diesem Shiny-Kram. Ich finde es krass, wirklich, wirklich krass. Darum 5. Platz. Die ist natürlich schon gut angestiegen, 13 Euro bis 17 Euro. Ich hatte ganz am Anfang ein Format, da habe ich Skins gezeigt, in die man investieren könnte, weil sie wohl steigen werden, weil sie so krass glänzig sind. Ich glaube, da war die auch dabei und da war sie günstiger. Aber ich bin mir auch gerade nicht hundertprozentig sicher. Schöner 5., ja, 5., 4., 6. Schöner 6. Platz. Auf dem 5. Platz eine alte Bekannte, die Neo Noir. Hier auch wieder einfach ein schönes Bild. Es erzählt fast schon eine Geschichte, der Skin. Klar, so glossy, glancy kann man auch mal machen. Das finde ich auch schön. Aber das ist halt, das ist schon wirklich nice. Hier, wenn man dich jetzt hier wieder sieht, guck mal. Hier ist halt ein ganz anderer Schein drauf. Und dadurch wird das Ding dann mitunter so ein bisschen benebelt, wenn du das ins Licht hältst. Ist halt dann nicht so geil. Aber kann man schon machen. Und auch von den Pignons her 11 Euro bis 46 Euro. Ja, auf Skinbaron findet man da bestimmt halt den passenden Schnapperl. Die USPS Print Stream liegt auf meinem 4. Platz. Ganz cleanes Design. Eine schöne Sache, ich weiß. Kein tolles Bild, aber hier ist die Einfachheit natürlich im Skin das, was irgendwie überzeugt. Und der Schalli und halt generell so der Schlitten ist so ein bisschen am Glänzen. Sehr schön natürlich für ein Black and White Loadout. In solchen Skins kann man sich halt auch verlieren, ne? Gerade wenn da so ganz viele kleine Sachen dran sind. Ach, da fällt mir was ein. Ihr wollt jetzt ja eigentlich so sehen. Das habe ich komplett vergessen. Natürlich zeige ich euch ab jetzt jeden. Ich zeige euch kurz die anderen nochmal. Einmal die Target Acquired. Das dauert ganz schön lang. Dann die Orion. Ja, das reicht. Die Cortex. Wow. Auch die Monster Mashup wird so natürlich gezeigt. Ja. Die Purple Didiput. Die ist ja auf meinem 4. Platz. Jetzt folgen dann also die ersten 3. Was glaubt ihr, was da bei mir liegt? Ihr habt kurz Zeit und Zeit um. Auf meinem 3. Platz liegt die USPS Kill Confirmed. Ich denke, das haben schon viele von euch, wer sich gedacht, dass sie bei mir da liegt. Ich spiele die seit vielen, vielen Jahren. Die ist natürlich an mir gewachsen. Und ja, ein schönes Teil. Preis 36 bis 172 Euro. Wow. Die Traitor liegt auf meinem 2. Platz. Sehr schön glänzend, das gesamte Teil. Hier bin ich vor allem hierauf gespannt. Ja, okay. Schwenkt mal noch kurz so. Mhm. Sieht gut aus. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, ist ein toller Skin. 10 Euro bis 53 Euro. Und jetzt kommt der 1. Platz. Und da regelt die Kilowatt Case richtig rein. Die Jawbreaker USP. Wenn die noch ein bisschen mehr Farbe hätte, würde es nicht schaden. Aber die hat trotzdem schon viel. Also ist, ja, es ist so ein geiles Ding. Das ist für mich, eine neumodische, oder was heißt neumodische, eine andere Umsetzung eines Hyperbeast-Ansatzes. Behaupte ich einfach.
Das, ich will ihm das nicht unterstellen. Aber für mich ist das eben so. Also das ist jetzt für mich eine Hyperbeast USPS. So ein geiles Ding. Vom Preis her ist die auch 12 Euro halt bis 47 Euro. Das ist schon viel. Aber die ist absolut geil. Also neue Case, bumm, zack und für mich direkt meine neue Lieblings-USPS drin. Ich glaube sogar jetzt, wenn ich sie noch länger angucke, ist es gerade gut, dass der, gerade auch der Hintergrund, das habe ich mit etwas matt oder etwas weniger kräftig gemeint, es ist gut, dass das Ding so wenig kräftig ist. Es passt perfekt. Es ist wunderschön abgestimmt. Also ich finde, das ist geil. Und dann machen wir jetzt natürlich wie immer noch ein Giveaway. Da habe ich hier dieses Deadtrack USPS Talk für euch am Start. Leider habe ich generell auf dem Trade-Account und auf dem Zweit-Account nichts Geiles an USPS-Assassin rumliegen. Aber immerhin steady. Und die Torque, die war in meinen früheren Top 10 auch fester Bestandteil. Ist auch ein schönes Teil. Die ist halt leider ein bisschen runtergefallen. Die ist in viel testet. Aber naja, ich hätte noch, was hätte ich noch da gehabt? Desert Tactical. Weiß ich jetzt nicht, ob euch die besser gefallen hätte. Wahrscheinlich nicht. Eine kaputte Ticket to Hell. Und eine Forest Leaves. Ich glaube, es ist gar keine schlechte Auswahl, oder? Ja, also Torque, die gibt es heute für euch im Giveaway zu gewinnen. Ihr macht hier einfach mit, indem ihr auf folgende Frage antwortet. Und zwar, machst du manchmal den Schalli von deiner USPS ab und schießt dann halt ohne den Schalli? Oder ist das für dich ein absolutes No-Go? Ich mache das im Stream oft so aus Spaß und sage, Leute, Schalli ab, da trifft man besser. Was Quatsch ist. Aber ich fand den Sound bei Go immer nice, den Soundunterschied von Geschalldämpft zu Nicht-Geschalldämpft. Ich habe bei CS2 noch gar nicht so richtig drauf geachtet, wie der klingt. Also ob der auch so nice klingt. Naja, aber ja, macht ihr das oder macht ihr das nicht? Haut es in die Kommentare, dann seid ihr automatisch mit dem Giveaway dabei. So, gut, dann machen wir hier direkt einen Deckel drauf. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Das sollte dann, ich weiß es nicht genau, das kommt wahrscheinlich Mittwoch, dieses hier. Das heißt, das nächste kommt dann an einem Freitag. Also sehen wir uns dann vielleicht morgen im nächsten Livestream am Donnerstag. Ich streame generell dreimal die Woche, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr, jeden Freitag ab 20 Uhr. Kommt gerne rum, Skin-Giveaways, Viewer-Games und so weiter und so fort. Da krachen wir immer ordentlich rein. Danke für alles, danke fürs Gucken, für die Kommentare, für die Likes. Bis dann. Bye, bye. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gehe ich mit deiner dicken, fetten Mutter auf die Instagram-Messe.